Moin Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge World of Warships. Die Colbert in den Gewerteten will nochmal gefahren werden. Hat mich vorhin angerufen und sagt, ey Martin, fahr mal wieder Colbert. Okay, machen wir. Schweres Schiff, also schwer zu spielendes Schiff besser gesagt. Aber auch deswegen so sehr unterhaltsam halt, ne? Das macht halt irgendwie für den Damage, den du kreierst, auch was du machen musst. Fühlt sich das deutlich besser an, irgendwie. Als im Vergleich zum Thunder, ne? Der macht ja den Schaden irgendwie von alleine gefühlt. Mal gucken, wenn jetzt hier vielleicht ein DD aufgehen sollte von der Gearing gespottet. Oder von der Z vielleicht gleich. Kann man auf jeden Fall ordentlich Damage machen. Oh, ich bekomme tatsächlich einen Smoke von der Gearing. Das ist ja nice. Schnell für den Smoke bedanken. Gearing hat auch überlebt. Gefällt mir jetzt schon sein Gameplay. So, jetzt muss ich halt nur noch mal wieder was sehen hier, ne? Da ist eine Goliath. So, die ist schon am Wegfahren. Mal so ein bisschen mit drin rutschen. Ich finde Hydro auf. Ah ja, die Z. Gegnerische Schlachtschiff entdeckt. Ah, jetzt ist ja hier euer kein Smoke mehr. Oh oh. Fang zu schießen. Unsichtbar werden. Ah ja, perfekt. Oh, abbremsen, Zylon. Oh ne, wie unsichtbar. Aber. Ja, muss ja echt aufpassen mit dem Ding hier, ne? Ah, da auch nicht mehr gespottet. Mache sich jetzt aber auch nochmal eine Video an, wenn hier von der Haragumo oder von der Z nochmal Tops kommen sollten. Nicht sehr geil. Ich warte jetzt erstmal kurz ab, was hier die spotten. Die Haragumo ist bestimmt da lang gefahren, ne? Tja, da ist er. Richtig vermutet. So, Goliath da wieder. Erstmal wieder unsichtbar werden und dann jagen wir jetzt erstmal hier die Haragumo. Der geht nämlich auch deutlich schneller als er. Der kann vor mir nicht wegfahren. Erstmal schön die Breitseite hier rausnehmen zu der Goliath. Das wird sonst sehr gefährlich. Ah, die letzte Haragumo, der auch die übelste Ballerbude ist. Keine Chance. Wir haben einen gegnerischen Zerstörer versenkt. So, jetzt wieder das schon mal Geschichte. Conqueror Kurve, Conqueror fährt da rechts lang. Mal gucken, ob wir hier noch so ein bisschen den Smoke von der Haragumo nutzen können. Mal so ein bisschen Damage auf die Goliath machen können. Ja, die kommt gerade eh nicht hierher. Erstmal losballern, dann Fragen stellen.
zu treffen, oder? Ja, wenigstens nochmal abfackeln wäre jetzt schön. Oh. Da irgendwie rüber. Oh, vielleicht aber nochmal abgefackelt. Ne, achso, ich bin hier schon direkt vor der. Vor dem Berg hier. Hallöchen. Verjährte. Ah, Hydro und Mutterboost fehlt ja leider so ein bisschen. Ich versuche ihn trotzdem mal zu pushen. Der will bestimmt zu B rein. Da fahren wir mal hin. Conqueror kommt da oben. Conqueror muss ich halt extrem aufpassen, ne? Unser Sieg ist in Sicht. Captain for free. Nope. Gibt das nicht. Na, mal gucken. Legen wir uns einfach mit der Härte an. Beschuss? Was? Jetzt mal innen drin. Ah ja, hinten vom Conqueror. Ist jetzt entweder da lang gefahren. Ja, da muss er auf jeden Fall da gefahren sein. Ich weiß nicht, ob ich schon eine Hydro anmachen sollte. Ah ja, es ist ein B drin, ne? Ah komm, ist gleich ready. Der Motorboost. Der gute alte Motorboost. So, Hydro an. Jetzt sind wir auf der Suche. Ich krieg das natürlich auch mal durchgekippt. Aber ja, schade, aber nicht schnell genug. Aber ich sollte rein theoretisch deutlich schneller sein als die Hayate selbst und dann auch aufdecken können. Also. Kriegen wir, glaube ich, gleich wieder aufgedeckt. Da ist er. Ein bisschen näher ran für die Hydro, genau. Alles nur HE-Damage, nicht so wild. Ach du Scheiße, das ist dann eher wild. Boing. Ah, das war doch klar, dass da Torps kommen. Ah, ich mich ein bisschen dämlich angestellt. Ah, oh, Zwiebel, die ist kaputt gemacht. Sollte Team die nicht genug gewesen sein. Gucken wir mal so ein bisschen, was die Republik hier noch mit dem Conqueror anstellt. Sollte die Republik eigentlich jetzt nicht so wirklich das Problem mit haben? Ja, eigentlich, ne? Eigentlich. Genau, schön mit Abia, Woms. Haus Ryan. Nice, gut gemacht, Republik. So, die Z holt bei uns B wieder. Das, was ich verkackt habe. Naja, so ist das halt. Man muss ja nicht immer viel, viel Damage machen. Reicht ja auch echt aus, wenn man mal den wichtigen Schaden macht. Und jo, mit Zwiebeln, die es kaputt machen, gerade in der Härte, ne? Die kann auch hochgefühlt unendlich torpen. Das wird gar nicht so verkehrt. Die Torps hätte ich halt nicht mitnehmen müssen, das war jetzt irgendwie verkehrt. Republik hatte ich auch schon wieder überlegt gehabt, mal wieder zu fahren. Die hält mir halt nur zu wenig aus. Das ist halt immer so ein bisschen mein Problem, was ich mit der Republik habe. Die ist halt überhaupt nicht tanky. Das ist halt gerade gegen Großkalibis HE auf Distanz. Das ist Wahnsinn, wie schnell da die Republik runtergeht. Dafür aber eine sehr, sehr starke AP halt, ne? Das war die Steuerung so eine Sache. Aber die Penetrationsleistung, also wie aus welchem Winkel noch keine Abpraller sozusagen verursacht werden, ist sehr, sehr hoch bei den Franzosen. Heiko schon aus den kuriosesten Winkeln noch eine Zita gefressen von der Republik. Das ist schon nicht schlecht. Das hat halt Vor- und Nachteile, ne? Das ist schon ganz gut gebalanced irgendwie, finde ich. Dass so jedes Schiff so seine Eigenart hat. Jedes Schiff hat so seine Vor- und Nachteile. Und das macht halt echt Spaß in dem Spiel.
Und so das Schiff, das beste Schiff in der Reihe, gibt es halt nicht. Es gibt halt immer, wie gesagt, ein Schiff mit Vor- und Nachteile. Boing. Ob ich fressen? Oh, definitiv hier unten die Nummer. Sehr, sehr geil. Gucken wir mal gleich, was die Endauswertung da sagt. Ja, ein Kufus ist halt auch ein schönes Schiff hier, ne? Rang erhöht. So, dann haben wir noch einen Sieg und dann gibt es wieder ein bisschen Stahl. I like. Okay, mein Konsolen ist auch mit 2-2. Na, 2 DDs kaputt gemacht halt, ne? Das macht halt echt viel aus, ich sag's immer wieder. Das ist der wichtigste Schaden im Spiel, also gerade in Ranked. Ein Zerstörer klatschen. Oh ja, 14-6, 16-1 ist doch. Okay, das siehst du, stimmt hier, die Haragume, ja, oder? Echt viel DD-Schaden gemacht. Nice. Schöne Runde. Auf jeden Fall. Und so lassen wir das auch stehen, wa? Vielen, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.